Moin Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und es dreht sich alles um die letzte Celebration kurz vor der Worldwide Campaign. Ich habe richtig Bock, ich hoffe ihr auch. In dieser Celebration dreht sich alles um den Dokkan Festival Character Kayle. Schaut euch auch gerne das Video vom Vortag an, dort habe ich erklärt, was Kayle so drauf hat, ihre Berechnung und Co. Ich würde sagen, beginnen wir aber das Ganze, schauen uns an, was für Event gibt es denn in dieser Summer Campaign. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe eine positive als auch eine negative Nachricht. Nämlich zum einen ist es kein World Tournament hier drin. Nehme ich mal vorweg. Negative ist, es kann trotzdem noch ein World Tournament kommen. Warum, kommen wir gleich zu. Oder beziehungsweise zum Schluss zu. Fangen wir am besten mal an mit den Special Missions. Die finden nämlich statt vom 11.8. um 2 Uhr nachts. Also jetzt gerade bis hin zum 25.8. um 2 Uhr nachts. Ebenfalls gilt dasselbe für den Login-Bonus. Deshalb wissen wir auch, wie lange die Celebration generell geht, also bis zum 25. August. Das sind in etwa 14 Tage und wir wissen auch, dass also am 25. August die Worldwide Celebration offiziell beginnt. Ob jetzt auch die Banner direkt kommen am 25.8., das wissen wir noch nicht. Letztes Jahr war es 2 Tage später. Dieses Jahr könnte das Ganze anders sein. Warum? Weil wir auch zum Anniversary am selben Tag die Banner bekommen haben, wie die Celebration begonnen hat. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber genau, ihr seht es, am 25.8. sollte also Worldwide beginnen. Ich denke nicht um 2 Uhr nachts, aber eventuell so um 5 Uhr in der Nacht oder 6 Uhr oder 7 Uhr in der Früh. Irgendwie so in die Richtung könnte eventuell dann die Worldwide Celebration offiziell starten. Countdown kriegen wir ebenfalls und dazu kommen wir aber gleich noch, nämlich das hat was mit dem World Tournament zu tun. Ansonsten haben wir den Dokkan Festival Banner von Kayle. Kann ich euch da empfehlen, rein zusammen oder nicht? Schaut euch gerne, wie gesagt, das Video vom Vortag an. Ich sage euch da eher nein, samt dann nicht rein. Klar wird es dort Discounts geben, voraussichtlich mit einem Featured garantiert. Aber wenn ihr nicht viele Stones habt, also ich rede jetzt hier von vielleicht über 1000 Stones und ihr seid absolut gut im Saft, dann würde ich ja auch die Discounts nicht unbedingt mitnehmen. Kayle ist so ein Charakter, den zieht ihr später mal. In der Hoffnung, dass ihr dann schon Buffs bekommen habt für Kayle. Also quasi, dass Universe 6 Chars rausgekommen sind, die wirklich gut dort einspielbar sind. Aber dato jetzt braucht ihr Kayle nicht unbedingt. Ansonsten haben wir Uplifting Summer Packs. Also da wird es dann wieder Tickets geben für quasi den Kayle Banner. Bin ich sehr gespannt, wie diese Sales aussehen. Kommen dann live um 8.30 Uhr, genauso wie der Banner von Kayle. Ebenfalls Dragonstone Sale, die gehen auch live um 8.30 Uhr heute. Und zwar haben wir hier einmal 12 Dragonstone Sale für 50% Rabatt und zweimal den 32er Sale. Ja, ist nichts Besonderes, aber nimmt man halt mit für die Worldwide, ne? Vielleicht der ein oder andere. Dann natürlich Kai Banner. Wir haben das Dokkan Event von Kayle. Und jetzt haben wir Extreme Class Growth Missions. Also für was das jetzt wirklich ist, was der Sinn dahinter ist, keine Ahnung. Aber es sind einfach Missionen, die ihr mit Extreme Class Charakteren machen müsst. Ich gehe mal davon aus, wir können sie uns gleich anschauen, aber da bekommt ihr dann bis zu 7 Stones. Nimmt man auf jeden Fall mit. Dann haben wir ebenfalls Super Battle Rodo, welches auch heute um 8.30 Uhr erscheint. Da dreht sich alles um die nächste Stage für Miraculous Awakening. Sollte kein Problem sein. Ich denke, schafft jeder ohne Problemos. Dann natürlich ein paar Story Events, die zurückkommen. Das hat jetzt nichts zu sagen. Also ja, schön, gut. Könnt ihr ein paar Charakter farmen, ein paar Free-to-Play-Charakter. Ja, nice. Also ich farm auch immer gerne Free-to-Play-Charakter. Man nennt mich quasi auch in Free-to-Play-Spieler. Also ja, richtig. Natürlich auch Extreme-Z-Areas kommen zurück. Da könnt ihr dann auch einige Units nachholen, wenn ihr noch nicht alle Extreme-Z-Areas fertig habt. Also ja, nimmt man auf jeden Fall mit. Und dann haben wir Ultimate Clash. Ultimate Clash beginnt ab dem 14.8. und zwar um 8.30 Uhr. Nächstes Ultimate Clash. Ihr seht übrigens, LR Hatschek ist quasi dann mit den Coins verfügbar, also mit den Battlefield Currencies. Nice, ohne Frage. Ist der Charakter jetzt gut, LR Hatschek? Eher jetzt nicht so, aber ist okay, nimmt man einfach mal mit. Wir haben auch schon sehr lange darauf gewartet. Also der Abstand zwischen JP, Battlefield LR Release und Global Release ist immer so lange. Also es ist insane. Und dann haben wir die Legendary Extreme Challenge Campaign von quasi Krillin. Dort gibt es auch nochmal ordentlich Stones. Und das nehmen wir sowas von mit. Dann natürlich das Extreme Z Legendary Sum. Genauso wie das Extreme Z Battle von LR Kayle und Caulifla. Das Ganze erscheint am 16. August um 8.30 Uhr. Also bis dorthin dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen. Ein paar Tage, 5 Tage. Ist aber absolut fein. Wir kriegen jetzt Stück für Stück Content. Also wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Content. Bis hin dann so um den 18. Nämlich am 18. sollte der Countdown beginnen zur Worldwide.
Und mit dem Countdown können wir schon eventuell wieder neuen Content sehen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das war eigentlich größtenteils alles. Genau hier, Ella Krillin bekommt sein Extreme Z Area ab dem 19.08. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Nehmen wir mit. Dadurch kriegen wir einiges an Stones. Also overall gesehen gibt es schon ein bisschen was an Stones dafür, dass es nur eine 2-Wochen-Campaign ist. Also wirklich, es gibt sogar solide Stones. Ebenfalls noch Pattern Battle. Pattern Battle startet dann vom 21. August. Ja, soweit so gut. Also mehr gibt es jetzt erstmal nicht. Ich würde trotzdem sagen, Stones technisch ist es gut. Wir haben hier einen Extreme Z Battle, sind 30 Stones. Wir haben hier eine Challenge Campaign, sind auch nochmal 30 Stones von quasi Krillin. Dann haben wir auch nochmal das Extreme Z Area von Krillin, sind auch nochmal ein paar Stones. Ich weiß nicht, so um die 20 oder so. Wir haben Ultimate Clash, sind auch nochmal 30 Stones. Da haben wir schon einiges, was sich quasi hier zusammenrappelt. Also so auf 150 Stones, denke ich, kommen wir schon grob mit Login und Co. und mit diesen Extreme Class Growth Missions. Ich denke, da sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Celebration haltet. Findet ihr das gut oder auch nicht? Jetzt möchte ich aber noch über eine Sache reden, nämlich folgendes. Wir sehen hier kein World Tournament und eigentlich sollte ein World Tournament kommen. Nämlich JPA World Tournament findet dieses Wochenende, also genau heute, statt. Es beginnt heute. Und üblicherweise hat Global, zumindest war das in den letzten beiden Fällen so, hat Global ihr World Tournament 7 Tage später. Jetzt haben wir natürlich in dieser Campaign kein World Tournament. Also wir sehen es nicht und wir wissen aber schon, dass die Events gezeigt werden bis hin zum 21. Also üblicherweise werden wir hier auch eigentlich ein World Tournament sehen. Gab es jetzt hier nicht drin. Jetzt ist halt die eine Sache, entweder es gibt wirklich keins, was wirklich sehr, sehr gut wäre. Die andere Sache wäre, eventuell ist es Teil der Countdown-Campaign. Wann beginnt die Countdown-Campaign? Am 18., nämlich 7 Tage zurückgerechnet. Vom 25. ist der 18. Das heißt, am 18. eventuell können wir dann sehen, World Tournament startet noch am selben Tag. Das ist nicht unüblich. Wir hatten schon mal diesen Fall, dass quasi die Celebration-News kam um 2 Uhr nachts und am selben Tag instant kam das World Tournament. Das weiß ich nämlich noch, da habe ich mich mal drüber aufgeregt, dass es einfach instant getroppt ist. Und ich habe mich da gefragt, wie Leute, die sich nicht vorbereiten oder nicht auf Twitter bewegen, also quasi damit dann rechnen können und sich vorbereiten können, sich freinehmen können und. Deswegen, das fand ich nicht so gut. Aber an sich wäre das quasi eine plausible Option. Ich möchte gerne davon ausgehen, dass erstmal kein World Tournament kommt. Ich denke auch, das Wochenende drauf wäre zu spät, also quasi der 25. Dort beginnt nämlich tatsächlich offiziell die Worldwide. Und ich sehe nicht, dass dort dann auch eine World Tournament an diesem Wochenende startet. Gehe ich einfach mal nicht von aus. Aber gut, bleibt einfach mal abzuwarten. Ich denke, allerhöchstens könnte es am 18. noch passieren zum Countdown. Wenn aber nicht, also wenn wir in den nächsten 4 Tagen nicht einen Teaser bekommen für ein Event, was returnt, was quasi mit World Tournament zusammenhängt oder so, dann wissen wir, okay, World Tournament gibt es nicht. Und zumindest vor der Worldwide Celebration. Was auf jeden Fall gut wäre, meiner Ansicht nach. Weil ich denke, sonst wären das viel zu viele World Tournaments. JP hat viel zu viele World Tournaments. Ich sag euch ehrlich, JP hat so viele World Tournaments bekommen. Es ist crazy. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass wir dieses Mal aussetzen vor der Worldwide Campaign und dementsprechend mal gucken. Aber das ist nur meine Einschätzung. Schreibt mir gerne rein, was ihr denkt zu der ganzen Thematik. Freut ihr euch auf den 25.08.? Dort beginnt nämlich die Worldwide. Oder freut ihr euch nicht drauf? Und genauso, was haltet ihr vom World Tournament? Wollt ihr das World Tournament droppt quasi jetzt noch vor der Worldwide oder dann halt erst nach der Worldwide? Denn World Tournament werden auch nochmal 50 Stones für den einen oder anderen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich habe alles abgedeckt, was es abzudecken gibt. Obwohl eine Sache habe ich vielleicht noch vergessen und zwar die Growth Missions. Aber das ist nichts Besonderes. Wir wissen ja schon, wir kriegen bis zu 7 Stones. Ich habe es kurz überflogen. Und zwar müsst ihr dann quasi mit Extreme Units Sachen clearen. Ihr müsst Extreme Units awaken und Co. Und das ist quasi das ganze Prinzip dahinter. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, haut da. Dein Rö.